So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Ja, letzte Folge hat hier sich ein kleiner Hive-Angriff hat begonnen. Und ich würde jetzt einfach mal meine Tiere dahin schicken. Beziehungsweise hier hinschicken. So. Und das da wegmachen. So. Und zwar einige von denen hier, nicht alle. Aber so. Ich meine, die tun sich ja eh wieder finden, ne? Und natürlich auch von denen lieben. Der Lockjaw jetzt eher nicht. Dann nehmen wir auch mal so ein paar mit. So. Das macht ihr jetzt erstmal. Ich hoffe, ja, die schaffen das nicht, ne? Die sind zu schnell. Ansonsten würde ich aber sagen, ihr Roboter bitte in die Safe Zone. Und ihr anderen auch erstmal. Komm, ihr alle. Ich meine, die können wir eigentlich loslassen. Können wir aktivieren und Prince eigentlich auch. Da soll man ein bisschen rumbomben. Ich glaube, wir werden da natürlich viele unserer eigenen killen, aber was soll's. Und genau, euch alle bitte in die Safe Zone. Scotty, wo bist du und warum bist du angegriffen worden? Quantenverarbeitung. Aha. Wen hast du denn? Ach, du kämpfst hier gerade. Sag das doch. Gegen den. So. Da war der Raptor jetzt. So, guck mal, die Hive, die kommen jetzt schon. Die greifen hier tatsächlich auch schon an. Hä? Ach, das sind gar nicht unsere. Das ist unseres. Der wandert umher. Der rächt sich gar nicht. Okay. Die kommen jetzt erst. Warte mal, dann machen wir das Gebiet hier hin. Sonst ist das ja blöde. Ja, die rennen trotzdem jetzt dahin. Aber ihr sollt auf jeden Fall irgendjemand attacken. Das hier von mir aus. So, und die Aerofleets explodieren. Und hier kämpft gerade alles gegen alles. Ist unser Scotty denn schon wieder zurück? Ja, sehr schön. Hier kommen die beiden. So, ihr bitte auch irgendwie Attack. Ja, dass die Aerofleets sterben, das ist gar nicht schlimm. Weil da gibt es ja so viele. Jetzt kommen gleich die hier ums Eck. Das wird auch nochmal witzig. Der muss gar nicht so weit laufen, ne? Also schießt du dann auch automatisch mal auf irgendwas, oder? Ah, jetzt. Er muss erst reloaden, ist ja klar. Ich meine, ich habe eh zu viele Tiere gehabt, ne? Das ist gar kein Problem. Aber die könnten jetzt ruhig mal schießen. Ah, er wird jetzt gleich schießen, oder? Wo auch immer hin? Nee, doch nicht. Ah, jetzt schießt er mal. Er ist aber nett.
Das macht denen überhaupt nichts, ne? Ja, jetzt haben sie mal ein bisschen was abbekommen. Okay. Mir hier. Ja, jetzt kommen da schon ein paar mehr. Na gut, das ist trotzdem nichts, was die hier abbekommen haben. So. Ah, Prince ist jetzt doch schon ganz schön kaputt. Könnt ihr hier mal hier drauf schießen? Danke. Da ist noch ein dicker. Auch down, oder? Da unten schießt auch noch irgendwas. Ah, der hier. Ah, sie schießen halt auf 11, das ist blöd. So, jetzt ist er down. Das war's, oder? Okay, Simu. Ja, alle erstmal diesen. Du auch. Prince retten. Scotty. Achso. Ja, ja, ja. Mensch, Mensch. Unbegrenzt, so. Scotty, kannst du? Nee, keiner kann. Ach, 11 kann doch alleine laufen, okay. Prince aber nicht. Auch die. Die Roboter können wieder unbegrenzt und. Jetzt muss ich mal gucken. 11. Deaktivieren und unsere Tierchen wieder zurück, welche überlebt haben. Viele sind es nicht, aber so haben wir auch wenigstens auch mal einige sind wir einige losgeworden und das war eigentlich ziemlich gut. So, und jetzt würde ich das gerne erlauben. Alles. Die hier. Was haben wir denn hier noch für welche? Die leben alle noch. Die hier und die hier. Und dich und natürlich auch euch. Ihr tapferen Kämpfer. Ihr tapferen Kämpfer. Euer Leben gelassen für die Kolonie. Aber es kämpft da noch, ne? Er hier. Aber ist okay. So, jetzt ist die nächste Larve tot, okay. Die verbrennen halt hier unten. Na gut. Billa hat eine Fressattacke, okay. So, wieder alles repariert. Wird wieder alles gut, oder? Bei dir ist jetzt nichts Größeres kaputt. Bei dir auch nicht. Alles gut. Ja. So, dann machen die hier oben weiter, ne?
Was? Sie sind im Lager verdorben, weil sich da keiner drum gekümmert hat, oder was? Diese tollen Blätter. Na sowas. Pass mal auf, kannst du mal hier... Ne, der ist tot. Kannst du mal hier... Nee, nicht retten. Soll man das machen? Kann ich das nicht hier einfach so? Doch, kann ich. So. Das gibt wieder richtig viel Insektenfleisch hier. Da ist auch noch ein Pferd. Alles da. Ein paar Sachen leben noch, ein paar Sachen nicht. Ne, das gibt aber alles wieder. Hey, wieso habe ich keinen Strom? Jetzt hier wieder der Strom kaputt gegangen. Ja, natürlich. So. Aber das kann doch nicht der einzige Ausschlaggebende sein. Doch, das sind halt zwei Generatoren, ne, die hier weg sind. Das kann schon. Das heißt, hier bitte... Das hier muss dringend gemacht werden. Nee, mein Freund. Nee. So. Jetzt müsste wieder Strom da sein, oder? Jawohl, sehr gut. Und das können wir dann auch noch hier oben mal langlegen. Einfach damit wir da zwei Leitungen haben, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Hier zu sagen, bitte mach mir hier mal ein Stromkabel. So. So. Ah, das soll eher hier hochkommen, ne? Irgendwie. So. Und wir könnten hier noch, aber das bringt ja nichts. Ist doch egal. Also Hauptsache es sind zwei Verbindungen zu den Dingern, das ist ja wichtig. Hungernde Tiere, wieso denn? So, hier, du musst reparieren. Wir haben ja jetzt eigentlich genug Fleisch und alles. Eigentlich müssten die das doch packen. Dass sie den da jetzt Essen machen. Verstehe ich nicht. Tja, das wird doch hier spannend, wie das hier aussieht. Oh, die Utility-Module sind auch fertig. Sehr schön. Jetzt kommen dann die Provience-Module, das heißt, wenn der hier mal fertig ist, dann haben wir noch, noch einen größeren, noch einen besseren Androiden auf Lager. Gibt es tatsächlich noch welche, die hier noch rumkrebseln und leben? 45 Gold, ja danke. Der hier immer noch, ne? 3, kannst du den mal... einfach kurz killen. Damit da mal Ruhe ist. Und den hier auch noch. Komm, den machst du auch noch weg. Ne, will er nicht. Habe ich auch falsch. Falsch genommen. Den hier. Los. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und wenn das jetzt fertig ist, das nehmen wir alles als Heimatgebiet. Ne? Der ganze Bereich hier Heimatgebiet. Das hier, das nehmen wir mit. Hier, das sowieso. So, das heißt, die müssen das auch alles sauber halten und so. Das wird richtig schön viel Arbeit. Wo sind wir hier? Da sind wir draußen. So.
So. Hier noch. Hier noch. So, ne, komm, dann machen wir das hier auch noch als Heimatgebiet hier, den Gang. Das hier oben braucht man nicht, ne? Geht schon. Ja, da habt ihr jetzt hier was zu tun, ne? Da ist was zu tun. Wieso das hier jetzt noch keiner machen wollte, verstehe ich auch nicht. Mach doch mal das. Da baut er jetzt eine Brücke. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn jetzt die Brücke fertig ist. Ich kann die nicht anklicken. Ich kann die also nur machen, wenn ich irgendwas baue. Und ich vielleicht kann ich einen anderen Boden nehmen. Jetzt warte mal. Wenn wir Asphalt nehmen. Nee, geht auch nicht. Feiner Burgunderteppich geht auch nicht. Schade. Auch hier nicht? Nee, das will er einfach nicht machen. So, ach so, das Ding braucht ja noch Strom. Das machen wir doch. Da haben wir doch hier gerade irgendwo Strom. Wir wollen ja Unterwasserstromkabel. So. Und dann normales Stromkabel. So. Dass wir wenigstens hier das Wasser wegkriegen. Gegen diese Spinnweben können wir einfach irgendwie nichts machen, ne? Wobei doch, wir haben ja hier auch die Spinnweben weggemacht, indem wir hier diese Sandstone Bridge drüber gemacht haben. Aber irgendwie, jetzt warte mal, wenn ich dann hier, das ist ja sowas hier, ne? Irgendwie. Das will er aber da nicht. Verstehe ich nicht. Da habe ich das doch auch gemacht. Wie habe ich denn das nochmal gemacht, verflucht? Sag's mir doch mal einer. Das muss doch hier gewesen sein. Und das ist. Was ist denn das für ein Boden? Das ist sowas hier, oder? Würde ich sagen, glatte Fliesen aus Sandstein. Nee, damit geht's nicht. Wo war noch mal diese blöde Brücke? Ich konnte ja den Boden auch nicht entfernen, ne? Also ich kann ja nicht einfach sagen, Boden entfernen. Kann nur auf Boden angewandt werden, der auch entfernt werden kann. Nur ist doch bloß. Ich finde das noch wieder raus. Irgendwann kriege ich das wieder raus. Irgendwann kriege ich das wieder raus. Oder ich muss noch mal gucken, was das war, wie das ging. Also, man kann das machen. Da bin ich mir sicher. Da. Da. Sandstone Bridge. Geht doch. Es geht doch. Das hier soll alles Brücke werden. Ich weiß, wir haben, glaube ich, genug Sandstein, um das zu machen. So, hier hinten war da auch noch mal. Nee. So, und weißt du was? Das machen wir hier auch.
Ich mag nämlich diese Böden nicht. So, jetzt haben wir natürlich richtig viel Sand. Ich wusste doch, Mann, manchmal, wo war das jetzt? Unter Strukturen. Ich meine, hätte ich mir denken können, ne? Hätte ich mir denken können. Ob da unsere 4.500 Sandsteine reichen? Man weiß es nicht. Hier ist nochmal ein Bauteil. Das nehmen wir mit. Aber der Strom reicht wieder nicht. Der Strom reicht wieder nicht. Wir haben draußen immer noch 5 Grad miese. Ja, das ist auch eher hier. Ich meine, du kannst das auch einfach mal lassen. Weil, das ist echt nicht nötig. Gerade. Wie sieht es denn mit unserem Gold aus? Ist das jetzt weg oder was? Weil der Strom weg ist? Muss das Ding immer an sein? Das ist ja voll blöd. Naja, immerhin haben wir jetzt ein bisschen Plus. Aber Prinz muss sich hier ganz schön erholen, ha? Huh? Elf ist schon wieder fit. Aber Prinz konnte ja nicht mal schießen. Nicht einmal. Leider. Aber Prinz kann wieder laufen. Immerhin. Ich überlege gerade, ob wir nicht noch vielleicht einen weiteren Druiden machen. Ich meine, noch so ein Bauer kann ja nicht schaden. Hier gibt es ja einiges zu bauen. Aber ich muss hier hinten noch die Dings wegmachen, ne? Die verderben automatisch, okay. Das Insektengelee nehmen wir mit. Tja, das ist hier halt eine ganz schöne Großbaustelle. Hier brauchen wir das noch. Hier brauchen wir das noch. So. Hier hinten hätte ich aber gerne auch noch diesen wunderbaren Boden. So wunderschön ist. So. Und hier. Oh. Tja, ja, ja. Da ist was los. Hier hinten hätten wir auch noch so ein Ding. Das holen wir uns noch. Da ist auch noch so ein Generator. Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr Geothermal. Wo ist er? Da. Ja. Wieso hat er denn Hungersnot? Hier ist doch so viel Essen, ich verstehe es nicht. Trockenfutter wollen sie trotzdem nicht zubereiten. Ah, Gott, da ist schon wieder so viel Zeug hier. Das gefällt mir ja gar nicht. Da brauchen wir wieder eine extra Zone hier, ne? Zone erweitern, hier nochmal. So, kannst du das jetzt mal wegtragen? Was ist das? Aerofleet-Fleisch. Ah! Sowas gibt's auch. Scotty. Was brauchen sie? Also sie brauchen wieder irgendwas, verstehe. Sie brauchen ja wieder irgendwas Vegetarisches für das blöde Trockenfutter. Das ist ja das Problem. Man kann das ja leider nicht mit, nur mit Fleisch machen, ne? Blöd.
Blöd, blöd, blöd. Vegetarisch haben wir nichts, ne? Können ja nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwelche vegetarischen Beeren. Aber ich meine, gut, wir haben halt Winter. Natürlich haben wir nichts. Aber wir könnten, na, die haben schon angebaut. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja mal gucken. Vielleicht nehmen wir einfach mehr Reis diesmal mit rein. Aber nee, geht nicht. Haben wir schon. Haben wir schon gemacht. So, hier wird geackert und geackert. Ja, ich weiß, die haben jetzt natürlich hier ein Problem mit dem Essen. Das sehe ich ein, die Tierchen. Hart, hart, hart. So, der ist repariert, das ist gut. Der Druide läuft da schon. Jawohl, ist auch schon fertig. Sehr schön, so wollte ich das. So, mein lieber Druide, du bist auf jeden Fall auch Bauen, Feldarbeit, Bergbau, Stein und Walde. So, bald haben sie. So, ne? Du könntest theoretisch auch Handwerk machen. Mit 4, aber nee. So, und du nimmst dir natürlich hier diese exzellente Waffe. Nee, du nimmst dir diese exzellente Waffe. Jawohl. Gut. Ja, noch ein Druiden. Ist völlig in Ordnung. So. Ach Gottchen, hier sind noch ein paar Tiere, die da noch im Tierkampfbereich waren. Das ist aber auch. Das tut mir jetzt aber auch leid. So, der holt sich jetzt hier die Plattenrüstung aus Alpha Poli. Weil er es kann. So, und der hilft jetzt auch mit, jawohl. Dim, dim, dim. So. Was haben wir denn hier? Sally hat einen antiken Komplex in der Ferne entdeckt. Sie glaubt, dass der Komplex Informationen über die Religie Bringer enthält. Sally kann keinen ihrer Leute entbehren, um den Komplex zu untersuchen, aber sie hofft, dass du ihr helfen kannst, indem du ihr genau 11 Kolonisten zur Verfügung hast. 11 Stück, ja klar. Wie viel haben wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, würde gehen. Der Komplex enthält unbekannte Bedrohungen, wird zudem von Sallys Feinden Nordtoy-Bund durchsucht. Sally wird einen Shuttle schicken, um deine Kolonisten abzuholen, die zum Komplex zu bringen. Ah, das ist okay. Muss ich mich da jetzt sofort entscheiden? Nee, ne? Muss ich nicht. Aber das, glaube ich, das machen wir. Das werden wir machen. Aber ich will jetzt erstmal hier fertig werden mit dem ganzen Bauen. Das Gute ist, dass ich da nicht hinlaufen muss, sondern dass wir genug... also das Gute ist, dass wir da nicht hinlaufen müssen, sondern mit einem Shuttle hingeflogen werden. So. Das wollte ich sagen. Na, pass mal auf, kann ich das nicht einfach auch hierhin machen? Was ist dann? Esst ihr das dann nicht? Die füttern hier mit Brot, mit teurem Brot werden die gefüttert. Ey. Eine Frechheit. Hä? Wer hat denn da Hunger? Maddox, was ist los? Dieser Anima-Schrei, ja, das geht noch ein bisschen. Na gut. Schlief in der Kälte. Ja, passiert. Das essen die nicht so, ne? Das Fleisch. Das ist auch schon wieder ein Problem. Dieser Strom, ey. Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Ich weiß nicht, wo der hingeht. Aber wenn wir das hinten gebaut haben, dann ist doch super. Können wir auf jeden Fall schon mal eine Leitung legen. Das kann ja nicht schaden. Wir legen die mal hier runter. Oh Gott, wir haben zu wenig Stahl. Das ist natürlich fatal.
zu wenig Stahl wäre fatal. So, hier kommen wir lang. So. Oh. Zu wenig Stahl. Okay. Dann haben wir echt ein Problem. Da müssen wir hier gucken, dass wir hier diese Stahl-Dings kriegen. Also das heißt, wir müssen den wieder einschalten. Sehe ich das richtig? Damit man das sieht, tatsächlich. Okay, und wo war das denn noch jetzt? Hier war doch irgendwo Stahl, ich weiß es doch. Hä? Ah, hier. Komm, vergiss mal das Gold. Tiefenbohrer. Hier bitte. Da montieren. Und der braucht auch wieder Strom, ne? So. Alles gut. Alles gut. Da kommt noch einiges auf uns zu, ne? Aber ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Bis dann.